Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Ich wollte mich erstmal für die Einladung bedanken. Darf heute die besten Grüße auch unseres Dekans übermitteln, der sich auch freut und am Stream sitzt, aber heute leider nicht kommen konnte. Und ich darf vielleicht kurz erzählen, wie ich zu der Veranstaltung so ein bisschen auch emotional gekommen bin. Das war nämlich gar nicht so lange her, vor 3 Wochen saß ich mit Alina beim Studieninfotag auf der Bühne und war noch nicht ganz dran. Und Alina fing an zu erzählen von ihrer Auslandserfahrung, wie es denn da so war und was das mit ihr gemacht hat. Und das hat mich so kurz einmal zurückgeschossen, 25 Jahre in das Wintersemester 98, 99. Da durfte ich nämlich an die Hochschule nach Sevilla, nach Andalusien. Ich habe also überwintert unter der Sonne Spaniens. Und das ist mit mir auch passiert. Ich hatte also auch dieses Erlebnis, irgendwo hinzugehen, in ein Land, was ich nicht kannte, neue Freunde dort kennenzulernen. Und ganz, ganz viel Liebe mitzunehmen, Freunde mitzunehmen, Impulse, Eindrücke mitzunehmen. Meine Kochkunst kann man es nicht nennen, aber ich koche unheimlich gerne. Und das, was ich dort jetzt mitgenommen habe, prägt mich also noch bis heute. Und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, auf welche Reise Sie uns heute mitnehmen werden, welche Eindrücke Sie aus dem Ausland mit weiter zurückbringen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht nur diesen Studiengang haben, der uns sehr gut steht in der Fakultät Medien, sondern dass diese Erfahrungen, die Sie mitbringen, auch diesem Standort mit weiter unheimlich gut tut, weil Sie einfach diese frischen Impulse aus der ganzen Welt hier nach Mittelsachsen mit hineintragen. Und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, was auf uns zukommt. Ich möchte meinem alten Buddy Jens Heinrich nochmal danken, dass er Sie mit auf diese Eventreise genommen hat. Ich finde es ganz zauberhaft, dieses Flair und diese Location, die Sie hier für uns gebastelt haben. Und jetzt würde ich unerwartet wieder zurückgehen auf meinen Platz, wünsche uns einen schönen Abend und sage gute Unterhaltung bei Ihrem Auslandstrip. Wozu braucht man das? Hä? Was kann man denn damit machen? Also nützlich klingt das jetzt nicht wirklich. Global Communique, was hat das denn Zukunft? Global, ach, was auch immer. Was soll das sein? Und damit kann man Geld verdienen? Na, ich weiß ja nicht. Und was wird man damit? Global Communication in Business and Culture. Was ist denn das? Ja, und damit ein sehr herzliches Willkommen hier zu unserer Journey of Understanding, unsere Reise des Verstehens. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute alle hier unserer Einladung gefolgt sind, hier in der Werkbank 32. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich besonders noch unserer Hochschulratsvorsitzenden Frau Iris Firmenich danken, sowie dem Prodekan der Fakultät Medien, Professor Amrain. Vielen Dank für diese Einleitung. Ja, wir sind die Moderatoren des heutigen Abends. Das ist Philipp und ich bin Alina und wir freuen uns, Sie und euch heute auf eine Reise durch diesen Abend mitzunehmen. Journey of Understanding, also Reise des Verstehens. Wir möchten heute Abend unsere Reise, die wir im Auslandssemester gemacht haben, neu reflektieren. Und dabei haben wir gemerkt, dass diese Reise nicht erst mit dem Weg zum Flughafen begonnen hat, sondern eigentlich schon im ersten Semester mit der Ankunft hier in Mittweida. Philipp, kannst du dich eigentlich noch an deinen allerersten Tag hier erinnern? An meinen allerersten Tag in Mittweida, ja tatsächlich, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich weiß, ich hatte gerade 2 interessante Wohnungsbesichtigungen am Markt hinter mir, habe mich danach an den Schwanenteich gesetzt und habe zu mir selbst gesagt, gut, das wird hier nichts, ich fahre jetzt nach Hause und werde nie wiederkommen. Das ist jetzt mittlerweile über 2 Jahre her und jetzt stehe ich immer noch hier. Ja, ich glaube, das Gefühl kennen viele von uns so oder so ähnlich. Aber jetzt stehen wir hier zu unserem Abschlussprojekt Journey of Understanding. Und ja, wir wollen diese Reise mit dem Beginn hier in Mittweida anfangen. Die ersten beiden Semester waren geprägt von theoretischen Grundlagen. Wir haben gelernt,
was Kultur ist, was Politik, Basics über Wirtschaft und Medien. Also wir haben ja einen ganz breit gestreuten Studiengang. Und dann ab dem dritten Semester haben wir uns wirklich ganz konkret auf unser Zielland vorbereitet. Wir hatten kulturspezifische Seminare. Und mit jedem Schritt, dem wir diesem Ziel ein näher gekommen sind, ist natürlich auch diese Vorfreude, Aufregung und Anspannung gestiegen, bis es dann im vierten Semester endlich losging. Jetzt wollen wir uns aber nochmal diese Anfangsphase ein bisschen genauer anschauen, was wir da alles gelernt haben. Wir hatten ja schließlich das große Glück, diese große Reise nicht alleine antreten zu müssen. Während der vergangenen 2 Jahre standen uns viele Professoren und Professoren zur Seite und haben die ein oder andere Hürde mit uns gemeinsam bewältigt. Aber eine Person, die uns ziemlich seit Beginn des Studiums begleitet und auch immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht, die möchten wir jetzt auf der Bühne willkommen heißen. Zunächst möchte ich Ihnen erstmal danken, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wir wissen ja, Sie sind viel unterwegs, haben viel zu tun. Deshalb schätzen wir das besonders wert, dass Sie sich heute für uns die Zeit genommen haben. Zunächst einmal möchte ich Sie jetzt fragen, Sie haben uns seit über 2 Jahren begleitet, wie ich bereits erwähnt habe. Die haben die Anfänge von uns gesehen und jetzt haben Sie uns nach dem Auslandssemester wieder kennengelernt. Wie würden Sie uns beschreiben? Was hat sich denn verändert? Ja, zum Ersten sehe ich Sie jetzt. Ne? wo wir angefangen haben, dann habe ich noch die wenigsten gesehen. Ich glaube, ein paar hatten dann doch die Kamera an, aber wir erinnern uns ja kaum noch. Das ist 2 Jahre her. Und was das für eine surreale und komische Situation damals war. Und insofern gab es für mich mehrere Beginnings mit Ihnen. Also den ersten sozusagen, wo 3 Leute die Kamera an hatten und bei den anderen waren entweder Bandbreitenprobleme oder die kaputte Kamera dafür schuld, dass ich sie nicht gesehen habe. Ja, und dann haben wir uns hier gesehen, das war, denke ich, dann im 2. Semester, im Sommersemester, sozusagen in natura. Dann habe ich Sie begleitet, also Sie gerade, glaube ich, auf dem Weg nach Südafrika, sozusagen in den kulturspezifischen Seminaren und jetzt kommen Sie wieder und Sie sind finde ich schon, ich kann, glaube ich, das genau unterstreichen, was Ihr Kollege Amrain gerade gesagt hat. Also nicht nur haben Sie für sich eine sehr positive Entwicklung genommen, sondern Sie geben der Hochschulstadt vieles zurück mit dem, was Sie erlebt haben, was Sie wieder, also mit dem Sie uns dann sozusagen bereichern. Und ja, an die Stadt, an die Hochschule, an die Fakultät sozusagen dann weitergeben. Das wäre das eigentlich das Beste oder im Idealfall, was passieren könnte. Ja, und was wir jetzt inhaltlich mit Ihnen gelernt haben, wir wollen jetzt auch mal ein bisschen in die Inhalte einsteigen, das können Sie uns, glaube ich, am besten selber erklären und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Ja, wir hatten ja schon so ein bisschen, ne? Also die ganzen Geschichten, was kann man damit anfangen und so. Ich will mal 3 Sachen näher beleuchten. Also das erste wäre das Konzept von Kultur und Interkulturalität selbst. Und da musste ich, glaube ich, die Studierenden hier jetzt gar nicht so überzeugen, dass das was ist, mit dem man sich beschäftigen kann. Aber es ist sonst unser Tagesgeschäft, ne? Bei den Kolleginnen oder bei anderen Studis, was macht denn ihr eigentlich hier so richtig? Kultur, Interkulturalität. Und ich erzähle manchmal die Geschichte vom Tag der Lehre 2014, 15, 16, weiß ich gar nicht mehr so richtig, wo Kolleginnen von uns verdonnert wurden, zum Interkulturalitätsworkshop zu gehen, wahrscheinlich von ihrem Dekan. Und dann sagten, ja, also bei uns gibt es Naturgesetze, Gesetze der Physik, der Mathematik. Es gibt sicher keine Interkulturalität. Ich habe mich dann so ein bisschen geschämt, weil da war wirklich eine Dozentin da, die nicht nur viel Geld gekostet hat, die auch richtig gut war. Und die haben so ein bisschen sehr lässig und aufreizend zur Schau gestellt, dass sie eigentlich nicht benötigt wird. 3 Monate später fing ein chinesischer Doktorand in der Fakultät an. Ein paar Tage später fragten die Kolleginnen an, wann denn der nächste Interkulturalitätsworkshop wäre. Also insofern ist es, glaube ich, für uns alle was sinnvoll ist. Zweitens,
Und da möchte ich auf den Begriff von Kultur und Interkulturalität in diesem Charme der glitzernden Oberfläche, der bunten Multikulti-Welt, der Apple-Werbung, der Hochglanzbroschüren für Studiengänge, Instagram-Accounts und Airbnbs, kennen Sie ja alles. Vielleicht hat das ja auch einen Einfluss auf Sie gehabt, dass Sie hier mehr oder weniger gelandet sind, hier am Times Square Sachsens, dem Technikumplatz. Und ein bisschen ging es in den ersten Veranstaltungen ja darum, das ein bisschen aufzubrechen. Ne? Dass Kulturen eben für eine sehr lange Spanne auch Kampf der Kulturen hieß und heißt, Klassismus, Nationalismus, Rassismus, Homophobie, Sexismus und das in der ganzen epischen, historischen Breite zu erkennen, ist wichtig. Denn ich glaube, wir haben uns auch als Gesellschaft uns ein bisschen leicht gemacht mit unserer oberflächlichen Art der Toleranz und der Multikulti-Welt. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hat schon vor 10 Jahren gesagt, the liberal idea of tolerance is more and more a kind of intolerance. What it means is, leave me alone. Don't harass me. I'm intolerant towards your overproximity. Der andere ist okay, solange er mich nicht stört. Aus Toleranz wird Indifferenz. Der andere ist mir schlichtweg egal, solange er mir nicht zu nahe kommt, solange er mich nicht einengt. Das führt aber zu einer indifferenten Welt, einer Welt der Starbucks-Individuen. Alles ist gut, solange ich meinen Strawberries, muss ich nachlesen, Strawberries, Soja, Milch, Frappuccino mit Karamell-Topping haben kann. Und der andere hat den Georgia Peach Crushed Iced Tea. Es gäbe noch viel mehr von Starbucks zu berichten. Wer kann sich das, was dort Kaffee heißt und 6 Euro kostet, überhaupt leisten? Welche Ausschlussmechanismen, wenn wir wieder von Kultur reden, von Klasse greifen hier jetzt? Aber ich habe nur 6 Minuten und 3 sind, glaube ich, schon vorbei. Wichtig ist, eine indifferente, hyperindividualisierte Welt wird zu einer entfremdeten Welt. Einer der klügsten lebenden deutschen Philosophen, Stefan Busse, and I mean it, hat zu mir mal in der Mensa gesagt, und deshalb muss ich jetzt aus dem Gedächtnis zitieren, Diversität an und für sich, Diversität allein ist erstmal nicht viel. Man muss damit etwas machen. Und das Machen ist anstrengend, das Machen einer Gemeinschaft, in der Menschen sowohl Selbstwirksamkeit erfahren, als auch mehr sind als Individuen. Das ist anstrengend, aber es lohnt sich. Vielleicht können wir es sogar noch ein bisschen dramatischer fassen. Es ist vielleicht unsere einzige Chance, die wir haben im Jahr 2024. Und natürlich sind wir den Nationalisten und Rassisten moralisch und intellektuell überlegen. Das wird man wohl noch mal sagen dürfen. Aber wir sollten das Angebot, das sie bieten, nicht unterschätzen. Von Geburt an, weil du deutsch oder weiß oder ein Mann bist, bist du mehr wert als andere. Das ist ein lukratives Angebot, weil es eben nicht um eigene Leistung, um eigenes Tun und Wirken geht. Du musst dafür nichts machen. Das wissen es automatisch. Ja. Kreißsaal, Entbindung, bam, Deutscher. Toll. Aber auch damit haben wir uns beschäftigt in den ersten Semestern mit den Mechanismen des Rassismus und der Angst vor dem anderen, unter anderem in Auseinandersetzung mit den psychoanalytischen Ansätzen von Julia Kristeva, dass ich im Fremden auch Anteile von mir selbst sehe, und zwar die Anteile, die mir nicht so sehr behagen, die mir nicht gefallen und die ich bekämpfe und die ich wieder auf den oder die Fremde zurückprojiziere, aus mir selbst raus. Ich veräußerliche diese missliebigen Teile des eigenen im Fremden, von dem ich mich dann wieder fürchte, ohne dass ich mir dessen richtig bewusst bin. Krass, oder? So ein Mensch, wie das alles so funktioniert. Ja, und schwuppdiwupp sind wieder 85 Minuten Vorlesung vorbei. Und ich komme zum dritten und letzten Punkt von dem, was mir wichtig ist, Kulturtheorie.
Das klingt nach dem Gegenteil von hip und cool und Starbucks. Hm? Der Süß ist schwer krank. Was hat er denn? Na, seit seiner Kindheit hat er schon Aue, aber jetzt auch noch Kulturtheorie. Dabei ist Kulturtheorie ganz basal gedacht, der Versuch von schlauen Menschen, die vor uns da schon drüber nachgedacht haben, nicht nur Einzelfälle von Gesellschaften zu analysieren, sondern diese in Relation zu setzen, in ihrer Musterhaftigkeit zu sehen, zu abstrahieren, Gemeinsamkeiten und Unterschiede und vielleicht Gesetzmäßigkeiten zu entdecken. Insofern wäre es töricht oder würde von grandioser Hybris zeugen, wenn wir auf diese Theorien verzichten würden. Es wäre sowohl Geschichts- als auch Erkenntnis vergessen. Und selbst in diesen paar Minuten habe ich Ihnen ganz subtil 4, 5 Theorien und Theoretiker eingeschenkt. In diesem Jahr haben meine wunderbaren Kolleginnen Ramona Kusche, Rika Fleck, Christine Ziegler-Wewinden, Jens Heinrich und dieses Mal auch Markus Trowatzki und ich uns ein Konzept, einen Begriff genommen und mit Ihnen näher untersucht. 2021 waren es Fremdheit und Entfremdung, 2022 Stereotypen und jetzt 2023 Menschenrechte. Und jetzt bin ich gespannt, was Sie daraus gemacht haben. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Ich glaube, wir konnten Ihnen alle ein bisschen näher verdeutlichen, mit welchen Theorien wir uns jetzt seit über 2 Jahren herumschlagen dürfen. Sie haben das bereits angerissen. Ich möchte Sie dennoch mal darüber fragen, wie wichtig ist es denn für uns oder allgemein, ein Bewusstsein für Menschenrechte im Alltag überhaupt zu haben? Das Erste, was glaube ich wichtig war, wenn wir uns mit Menschenrechten befasst haben, ist, wir denken erstmal, das ist alles vollkommen klar. Also das ist relativ übersichtlich, es gibt Menschenrechte und das kann doch eigentlich niemand irgendwas dagegen haben. Aber wir haben uns so angeguckt und ich glaube, das werden wir dann auch sehen, dass es durchaus Probleme gibt. Sind eigentlich die Menschenrechte, die wir als Menschenrechte bezeichnen, sozusagen wirklich universell geltend? Wo kommt das her, dass die universell geltend sein sollen? Und das Zweite natürlich, Menschenrechte, also wo gibt es Menschenrechte, die zwar ratifiziert wurden von Regierungen, von Ländern, die aber eben nicht eingehalten werden. Und ich glaube, da werden wir auch nochmal schauen. Also das Bezeichnendste ist ja, wir haben uns ja über noch einen Theoretiker, Giorgio Agamben's Konzept des Homo Sacer beschäftigt. Und wenn wir genau darüber nachdenken, wann ist denn ein Mensch wirklich auf das zurückgeworfen, dass er nur Mensch ist? Das ist in dem Moment wie ein Flüchtling, wenn Sie gar nichts anderes haben. Sie haben keinen Pass, Sie haben nichts, was Ihnen gehört. Sie sind nur noch Mensch. Und dann würde man ja eigentlich denken, dass dann Menschenrechte sozusagen erst recht gelten. Aber das ist der Moment, wo Menschenrechte am wenigsten gelten. Also wo sie sozusagen am wenigsten wert sind. Und mit diesem Paradox und mit anderen Sachen haben Sie, wie Sie ja wissen, haben wir uns dieses Semester beschäftigt. Ja, genau, damit haben wir uns beschäftigt, mit der, ich sage mal, grauen Theorie. Sie haben das natürlich super spannend rübergebracht. Und jetzt ist aber natürlich an der Hochschule Mittweida nicht alles nur Theorie und Grundlagen, sondern wir dürfen dieses gelernte Wissen auch immer praktisch und kreativ umsetzen. Welche Aufgabe haben Sie uns denn zum Thema Menschenrechte gegeben? Also erst haben wir sie mal eingeteilt in verschiedene Unterthemen. Es gab gewisse Gruppen, die sollten sich damit befassen, eben mit Universalität bzw. Kulturgebundenheit von Menschenrechten. Und dann haben wir noch verschiedene Kulturkreise definiert und da jeweils dann geschaut, welche Probleme oder welche Herausforderungen es für Menschenrechte da im weitesten Sinne auch gibt. Und zwar in Form von Erklärvideos. Genau. Ja, Erklärvideos, das klingt jetzt so banal, macht mal einen Film. Das ist gar nicht mal so einfach, wie man denkt, vor allem wenn man im Hinterkopf behält, dass wir keine Medienstudenten sind. Das heißt, die meisten von uns hatten vor ihrem Studium noch nie irgendwelche Berührungspunkte mit einem Schnittprogramm. Oder hast du dich da schon von ausgekannt damit?
Nee, das mussten wir uns natürlich alles neu aneignen und es war viel Arbeit, wir mussten uns da reinfuchsen, aber es hat auch Spaß gemacht, weil wir am Ende nicht einfach nur eine Klausur geschrieben haben und fertig war, sondern wir haben ein fertiges Produkt, wovon wir jetzt ja auch was präsentieren können und deswegen hat es eigentlich schon Spaß gemacht. Ja, der Spaß kam bei mir dann aber auch erst zum Schluss, muss ich ehrlich gestehen. natürlich, das, um das alles nochmal passieren zu lassen, erstmal eine Theorie zu verstehen, das war bei mir das größte Problem erstmal, das zu verdeutlichen, anderen Leuten überhaupt verständlich zu machen, dann einen Film zu drehen, zu schneiden und auch noch professionell einsprechen zu lassen. Das ist gar nicht mal so einfach. Aber wir haben es irgendwie trotzdem hinbekommen. Und wie so ein Film aussehen kann, das möchten wir uns jetzt anhand eines Beispiels über einer Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Auffassungen von Menschenrechten mal anschauen. Film ab. Seit 1948 wird betont, dass jeder Mensch untrennbar und gleich an Würde und Rechten geboren ist. Doch dieses Konzept birgt nicht nur die Hoffnung auf eine weltweite Anerkennung grundlegender Freiheiten, sondern auch die Herausforderung, wie unterschiedliche Kulturen mit diesem universalen Anspruch in Einklang kommen. Zuallererst werfen wir einen Blick auf die universellen Menschenrechte. Diese Menschenrechte sind nach ihrem Begriff auch universelle Rechte und gelten für alle Menschen. Das Gegenstück zu den universellen Menschenrechten sind die kulturellen Menschenrechte. Die kulturgebundenen Menschenrechte stellen grundsätzlich ein Konzept dar, welches argumentiert, dass bestimmte Rechte in verschiedenen Kulturen unterschiedlich interpretiert werden können. Dieser kulturelle Aspekt der Menschenrechte erkennt des Weiteren an, dass Kulturen einzigartige Werte und Überzeugungen besitzen. Diese können Einfluss darauf haben, wie Rechte verstanden und praktiziert werden. Wie bei den beiden unterschiedlichen Definitionen von Menschenrechten zu sehen ist, harmonieren diese nicht wirklich miteinander. Und genau durch dieses Spannungsfeld entsteht ein komplexer Konflikt. Beispielsweise kann es zu religionsspezifischen Konflikten kommen, denn das Recht auf Religionswechsel ist im Islam eine Sünde. Oder aber die Tatsache ist, dass der Individualismus als ein typisches westliches Konstrukt angesehen wird, während in vielen nicht-westlichen Kulturen der Kollektivismus vorherrscht. Der Kolonialismus, richtiger der Postkolonialismus, spielt eine wichtige Rolle in der Menschenrechtsdebatte. Viele der heute unabhängigen Staaten waren 1948, als die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde, noch Kolonien. Sie hatten wenig oder gar keinen Einfluss auf die Formulierung dieser Rechte. Dies führt dann zu der Kritik, dass Menschenrechte ein westliches Konstrukt sind und nicht unbedingt die Werte und Normen aller Kulturen und Gesellschaften widerspiegeln. Einige postkoloniale Theoretiker argumentieren, dass die Menschenrechte dazu verwendet wurden, westliche Werte auf nicht-westliche Gesellschaften zu übertragen. Daraus entstand eine neue Form des kulturellen Imperialismus. Das Herzstück dieses komplexen Konflikts bringt ein Zitat von Di Fabio auf den Punkt. Ist der Vorwurf nicht naheliegend, dass der Universalitätsanspruch der Menschenrechte nichts anderes ist als ein Angriff auf das kulturelle Selbstbestimmungsrecht von gewachsenen Gemeinschaften? Ian Balfour, ein Professor an der York University, schlussfolgert: Wie wir sehen können, ist die Verteidigung der Menschenrechte und der internationalen Gerechtigkeit unweigerlich mit ihrer Überschreitung verbunden. Und das vielleicht vor allem deshalb, weil es keine einheitliche Definition der Menschenrechte geben kann. Auch heute sehen wir noch eine Spannung in der Debatte zwischen beiden Perspektiven. Genau dieses Gleichgewicht herzustellen ist und bleibt eine Herausforderung. Am Ende muss ein Ansatz existieren, der zum einen die kulturelle Vielfalt respektiert, aber gleichzeitig auch die uns bekannten grundlegenden Menschenrechte aufrechterhält. Ja, ich glaube, das Video war jetzt auch noch mal ganz spannend und hat ja das aufgegriffen, was Professor Süß uns gerade auch schon erzählt hat, dass ja Menschenrechte aus seiner westlichen Sicht entstanden sind und dass man immer kulturelle Perspektiven mit einbeziehen muss. Und im Endeffekt ist ja genau das, was wir seit dem ersten Semester lernen, dass wir unsere eigene kulturelle Brille ablegen und Perspektiven wechseln können. Und auch wenn wir das seit Semester 1 in gefühlt jedem Modul immer wieder erzählt bekommen haben, haben wir es wahrscheinlich erst im Ausland dann im vierten Semester erst so richtig verstanden.
Und damit sind wir jetzt auch in unserer Reise am Höhepunkt angekommen, an unseren Auslandssemestern. Und vorher haben wir noch eine Hausaufgabe bekommen. Wir sollten Fotos und Videos machen von besonders eindrucksvollen Ereignissen. Denn auch das müssen wir wieder oder dürfen wir wieder kreativ umsetzen und diesmal in Form von Blogbeiträgen. Jeder hat sich so eine besondere Sache rausgesucht und das wirklich anschaulich und gut lesbar aufbereitet in unserer Webseite Foreign Worlds. Da können Sie natürlich gerne auch im Nachhinein noch nachlesen. Es lohnt sich wirklich, da reinzuschauen. Und bei unseren Ausarbeitungen haben wir gemerkt, dass es nicht immer Auslandssemester braucht, um Fremdheit zu begegnen. Wir kriegen das natürlich auch schon mit, wenn wir einfach nur in Familienurlaube fahren. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal von ein paar Kommilitonen erklären lassen, welche Ereignisse sie erlebt haben und wie sie das aufbereitet haben. So, Willi, freut mich, dass du da bist. Sag mal, wir nehmen dich jetzt als Beispiel raus. Und zwar wollte ich jetzt dich jetzt erstmal zu Beginn fragen, wo warst du denn überhaupt? Ja, Philipp, anders als viele andere habe ich das Thema Fremdheit nicht im Auslandssemester, sondern in einer alten Erinnerung wiederentdeckt. Zu dem Zeitpunkt befand ich mich in Dänemark und ja, genau. Genau, du befandest dich jetzt in Dänemark, sagst du, aber wo hast du denn deine Inspiration für deinen Beitrag überhaupt hergenommen? Was hat dich inspiriert? Ja, also was mir dann noch im Gedächtnis geblieben ist, ist eben, dass es dort sehr, sehr kalt war. Also ich wurde dort mit dem Wetter konfrontiert. Ich schätze mal, du warst im Sommer wahrscheinlich da, oder? Ja. Nein, natürlich in den kälteren Monaten. Und dort ist mir eben, wie gesagt, die Kälte in Erinnerung geblieben, der Wind und ja, vieles also, anderes. Du würdest sagen, die Kälte und der Wind war dann der Punkt, wo du gesagt hast, ja, darüber möchte ich schreiben. Genau, das war der ausschlaggebende Punkt für eben unser Projekt. Das war der ausschlaggebende Punkt. Und wie das geworden ist, das wollen wir uns doch jetzt mal anschauen. Film ab. I am the wind, a constant wanderer across the expansive plains of Scandinavia. I am the breath of cold that whispers through this frosty realm. An unending companion of the icy north. I dance with the frigid ice, engaged in a game of chase and escape. Its sparkling crystals gleam in the sunlight as I delicately brush against them. Yet in the darkness of the polar night, when the world freezes into an icy hush, I whistle through the valleys and canyons, howling like a lost spirit. The ice and I, akin to old friends yet adversaries, collaboratively sculpt the visage of this rugged, enchanting landscape. I shape the snowdrifts and bear the cold to those who endure here. The ice solidifies into majestic glaciers and mirror smooth lakes, rendering our nature so exquisitely unique. However, at times, my force turns to destruction. I wail in wild storms, uproot trees from the earth, and saturate the air with snow and ice. This is my essence, my nature. I am the wind of the north, allowing the ice to dance in all its beauty and sharpness. Therefore, shield yourself from it. Safeguard your skin from biting gusts sweeping across the open plains. Do not let the cool breezes infiltrate your warm spirit. Dress well, for in this endless expanse, I am the element blurring the boundary between life and cold. I am the wind, and here in the realm of ice, I will forever breeze. I bid you welcome to the north, where I, the wind, become the storyteller. Also ich muss jetzt schon sagen, jetzt bin ich gerade ein bisschen baff. Ich kenne dich ja jetzt schon seit über 2 Jahren, würde ich sagen, wir kennen uns auch ganz gut. Das war es doch jetzt nicht du in deiner Stimme, oder? Ja, also wie du sicherlich gemerkt hast, oder auch sie, ist es nicht meine Stimme.
Um ehrlich zu sein, habe ich das mit KI gemacht, mit künstlicher Intelligenz, um dir einfach mal einen kleinen Einblick zu geben. Am Anfang stand nur die Idee, ne? Also Wind, Kälte, Eis. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie kriegst du das jetzt spannend hin? Und da fing das halt an, dass ich eben versucht habe, einen sehr, sehr spannenden Text zu schreiben und mir dort das Tool ChatGPT zur Hilfe genommen habe. ChatGPT, was ist das? Ich habe das davon noch nie gehört. Also, Also das ist eine künstliche Intelligenz, okay, die eben auf Basis der Texterstellung arbeitet, auf Basis der Informationen, die man ihr gibt. Okay, jetzt hast du das, wie kann man sich das vorstellen? Du sagst, du hast das mit künstlicher Intelligenz zusammengebaut. Wie, auf was muss man darauf achten, wenn man jetzt sagt, ja, ich mache jetzt so ein verrücktes Video? Ja, also auf jeden Fall muss man darauf achten, dass man natürlich die KI mit genügend Informationen füttert. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ob das jetzt für uns als Studierende oder auch im unternehmerischen Alltag dient das halt sehr, sehr gut. Als nächstes blieb natürlich noch die Vertonung. Auch die ist mit KI erstellt worden, mit dem Tool 11 Labs. Da habe ich, wie gesagt, eine Stimme angepasst, die dann eben etwas epischer klingt als meine. Genau. Und dann blieb nur noch die Visualisierung. Die ist auf der Basis von Stockdateien. Man mag es gar nicht glauben. Genau. Und dann blieb nur noch der Schnitt. Ja, das klingt ja wirklich interessant. Vor allem als uns Studenten, die ja wirklich mit ChatGPT noch nicht wirklich viel am Hut haben, muss ich jetzt sagen, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Und ich glaube, wir konnten jetzt gut mal verdeutlichen, was denn eigentlich mit KI alles möglich ist. Vielen Dank dir, Willi. Sehr gern. Ja, das war wirklich ein spannender Einblick, was man alles machen kann. Der nächste Beitrag ist jetzt aber per Hand gemacht. Und zwar reisen wir jetzt an einen viel wärmeren Ort, und zwar nach Spanien. Und ich glaube, man kann sagen, Andalusien ist Annes zweites Zuhause geworden. Und ja, Anne, komm doch gerne mal zu uns auf die Bühne. Ja, du hast dir einen Urlaub rausgesucht, der schon vor ein paar Jahren stattgefunden hat und hast den mit deinem jetzigen Wissen zu Thema Fremdheit und kulturellen Unterschieden neu reflektiert. Welchen Urlaub hast du dir rausgesucht und was war das Besondere? Also das sind eher gesagt drei Urlaube, obwohl wir natürlich viel öfter noch da unten gewesen sind. Und in meinem Blogbeitrag habe ich drei verschiedene Ereignisse oder erzähle ich von drei verschiedenen Ereignissen, die mir reflektierend zu jetzt sehr am Herzen liegen und wo ich auch Fremdheit begegnet bin. Das ist natürlich einmal zu Ostern die Semana Santa gewesen in der Altstadt von Marbella, wo ich dann ganz alleine so eine Prozession entdeckt habe, weil wir das früher nie so wirklich gewusst haben. Sind da auch eher so unbewusst da reingegangen. Und dann... Ja, da sieht man auch hier, glaube ich, im Hintergrund diese Prozession. Und wenn ich mir das Bild jetzt so anschaue, das sieht irgendwie eher angsteinflößend aus, oder? Also wie war da diese Atmosphäre zu Ostern? Also dadurch, dass ich an dem Tag, an dem das gewesen ist, am Karfreitag 2018, alleine durch die Innenstadt von Marbella, zumindest in diesem oberen Bereich gelaufen bin, war das schon sehr beängstigend, weil diese ganze, also eher laute Atmosphäre dann sehr leise geworden ist und dann super viele Leute in der Straße standen, an der kleinen Gasse und dann auf einmal diese Bruderschaften ganz dunkel angezogen durch die Straße zogen mit so lauten Trommelschlägen und dann auch mit diesen Hüten. Das war total besonders atemberaubend und auch ein Gänsehautmoment. Ja, und du hast ja auch noch von mehreren kulturellen Einflüssen dort gesprochen in Andalusien. Wusstest du vorher, dass gerade Andalusien in Spanien so viel kulturelle Vielfalt zu bieten hat? Nee, also ich habe ja Andalusien erlebt, als ich noch etwas jünger war und da war das für mich nie so wirklich bewusst. Ich habe das wahrgenommen, es war besonders auf jeden Fall, vor allem die Mesquita in Córdoba, aber vor allem auch in Gibraltar, wenn man dann auf die afrikanische Küste schaut und das sind nur 14 Kilometer, ist das schon sehr eindrucksvoll. Aber mir war das nie so bewusst oder ich habe das nie so wahrgenommen. Und du hast dir deswegen auch wahrscheinlich selber in diesem Blogbeitrag die Frage gestellt, ob du Fremdheit begegnet wärst, ohne es selbst zu merken. Ja, und meine letzte Frage ist jetzt noch, du hast ja dein Auslandssemester noch vor dir. Wird es wieder nach Spanien gehen? Nein, es wird nicht wieder nach Spanien gehen. Ich durfte ja Andalusien schon ein Stück kennenlernen. Wenn das alles soweit klappt, wie es klappen soll, dann wird es nach Newcastle an die Northumbria University gehen.
Ja, da wünschen wir dir ganz viel Erfolg. Und jetzt wollen wir uns noch zum Abschluss ein Video anschauen, was du selbst animiert hast, ohne KI, wo du ja deine Urlaube nochmal zusammenfasst. Vielen Dank, Anne. Ja, ich glaube, diese beiden Beispiele konnten doch jetzt wirklich sehr gut verdeutlichen, dass so ein Auslandsaufenthalt eigentlich für uns Studierende schon etwas wirklich Besonderes darstellt. Man hat so viele neue Erkenntnisse mitnehmen können und auch so viele Erlebnisse konnte man miterleben, dass man einfach, wenn ich jetzt nur für mich selber sprechen darf, waren das vier Monate Auslandssemester, in denen ich so viel erlebt hatte. So viel ist passiert. Ich konnte so viel lernen, das, was ich auch für meine spätere Laufbahn immer... Das Leben ist ein Ponyhof. Immer noch anwenden konnte, weil es gibt so viele Sachen, die ich... Das ist doch viel zu einseitig. Muss das jetzt sein? Ja, du siehst doch, was wir hier gerade machen, oder? Ja, ich glaube, Philipp, das muss sein, so langsam. Ja, aber warum denn? So ein Auslandsaufenthalt ist doch, ist das nicht... Also ich kann sagen, es war super für mich, also... Und was ist mit den Leuten, bei denen es nicht so super war? Wo es vielleicht nicht so gut lief? Wie nicht gut laufen? Was soll denn nicht gut laufen zum Beispiel? Ja, ich meine, klar, man kann schön an Stränden liegen und über alle Orte bereisen. Aber was ist, wenn man verhindert ist? Sich nicht viel bewegen kann? Das ist eigentlich ein guter Punkt. Na, Brian, komm doch mal zu uns vor, wenn du so eine andere Perspektive drauf hast. Sehr gerne. Lass uns mal drüber sprechen. Bitte setz dich. Danke, danke. Also... Wenn ich mich richtig entsinne, du hattest dich ja, du wolltest ja nach England. Und das klingt doch jetzt erstmal England, super. Was ist denn passiert? Ja, also klar, das klingt erstmal super. Das Auslandssemester war natürlich auch einer der Hauptargumente, warum ich überhaupt für diesen Studiengang gegangen bin. Aber dann in England, gerade angekommen, alle wundervolle Lichter, man ist erstmal komplett überwältigt. Aber ich muss sagen, nach einer Woche war für mich erstmal Stopp. Und ich konnte mir... die ganze Stadt nicht anschauen. Also, es ist halt England. Hast du gleich Heimweh gehabt oder was ist denn passiert? Nee, Heimweh war es nicht, aber ich bin sehr schnell krank geworden. Und das war nicht nur eine kleine Erkältung, also anfangs ja. Man denkt, okay, bisschen englischen Tee, gegen den englischen Regen hilft das bestimmt und dann kommt man gut rein. Aber so leicht war die Erkältung dann auch wieder nicht weg. Und dann ging das über längere Krankheitsperiode mit starken Ohrenschmerzen. Manche Leute kennen es vielleicht nach längerer Erkältung, dass das dann mit einer Mittelohrentzündung weitergeht. Und selbst danach war ich noch nicht los und ich habe es noch geschafft, eine Lebensmittelvergiftung zu erholen. Und dann waren anderthalb Monate weg von meinen vier, die ich da war. Anderthalb Monate, also würdest du sagen, dass der Beginn eines Auslandssemesters eigentlich für die Katz war? So ein bisschen ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lag nur in meinem Bett und habe langsam die Textur der Rauffasertapete auswendig gelernt. Das klingt jetzt so, oh Gott, das klingt ja wirklich wie nach einer Horrorgeschichte, aber wenn ich mich jetzt richtig entsinne, war doch dein Blogbeitragstitel und Lichtblicke. Das bedeutet, dass irgendwas muss doch passiert sein. Wie bist du aus diesem Loch wieder rausgekommen? Ja, es war nicht in dem Sinne irgendwas ein Event, was dann gesagt hat, ach, so schlimm ist es doch gar nicht. nee, es war vor allem zu Beginn der Support von Familie und Freunden. Ich habe quasi täglich mit meinen Eltern reden können, wenigstens per Telefon, was sehr viel mentalen Support gebracht hat, für den ich natürlich auch sehr dankbar bin. Und dann auch Freunde, die einen rausziehen. Und das war mit das Wichtigste, dass man Ablenkung hatte. Klar, man war vielleicht noch ein bisschen krank, ist noch mal mit Maske überall rumgelaufen, aber man hat Ablenkung und jedenfalls ist mir so nicht komplett der Boden unter den Füßen weggerissen. Ja, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Also jetzt nochmal zusammengefasst, wenn du dich zurückbesinnst, du deinen Aufenthalt nochmal Revue passieren lässt vielleicht,
deine Krankheit, aber auch deine Ups und deine Downs. Also, wie würdest du diese Zeit bewerten? Bereust du dein Auslandssemester? Also, die Frage habe ich mir natürlich gestellt, vor allem in den ersten anderthalb Monaten. Und das wird jetzt wahrscheinlich dystopisch klingen, grundlegend für viele Leute, die jetzt noch ihr Auslandssemester vor sich haben. Ich meine, Anne fährt in etwa in die Region, in der ich auch war. Viel Glück. Aber ich kann definitiv jetzt, nachdem ich es Revue passieren lassen habe, Nein sagen. Also ich bereue es nicht, einfach weil es mir natürlich auch so ein bisschen beigebracht hat, wie baue ich mir mein eigenes Supportsystem auf? Ja. Wie komme ich aus so einem Loch wieder raus? Was hilft mir da? Und das kann ich nicht nur im Ausland nutzen, das kann ich nicht nur nutzen, wenn ich jetzt mal wieder in Urlaub fahre und vielleicht doch mal wieder krank werden sollte, sondern das hilft in so vielen Situationen, in neues Environment, wir gehen bald wieder in die Arbeitswelt, nach dem Studium wahrscheinlich, oder man geht weiter studieren, trotzdem neue Location. Da ist ja Global auch wirklich eine gute Gelegenheit dafür, würde ich mal sagen. Da hast du Glück gehabt in deinem Studium. Ja, ich möchte mich jetzt erstmal bei BD bedanken, diese Einblicke uns zu geben, vielleicht auch mal ein bisschen andere Perspektive, als wir sie vielleicht erlebt haben, uns mitzugeben. Und vielleicht in der Zukunft, falls jetzt noch jemand irgendwelche Einwände hat, schreibt das bitte in den Chat, anstatt uns nochmal da rein zu grätschen. Aber trotzdem vielen Dank für deine Einblicke, Brian. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, ich glaube, wir können jetzt zusammenfassen. Das Auslandssemester ist wirklich eine besondere Zeit und wir hatten so viele schöne, tolle Erfahrungen. Aber es läuft eben nicht immer alles gut. Man muss sich mit Einsamkeit auseinandersetzen, vielleicht auch mit Krankheiten oder auch einfach mit dem Thema Heimweh. Und ich glaube aber, und das ist schön, nochmal von Brian gehört zu haben, selbst er, der hatte am Anfang erst mal eine kleine Tiefphase, aber auch er bereut es nicht und hat sich trotzdem darüber gefreut, so eine Erfahrung machen zu dürfen. Und deswegen, glaube ich, sind wir uns alle einig, wenn ich sage, wir sind daran gewachsen, wir sind selbstbewusster zurückgekehrt und einfach dankbar, dass der Studiengang uns so eine Möglichkeit gegeben hat. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir auch zum Höhepunkt unserer Reise. Und das war falsch. Nochmal. Wir sind schon im Höhepunkt, wir sind ja schon in dem Auslandssemester. Aber Kulturen, und das haben wir ja schon gehört, sind nicht immer Multikulti, buntes, tolles Essen, irgendwie tolle Kleider, sondern ist auch es geht auch um schwierige Themen. Und damit setzen wir uns auch auseinander. Und deswegen möchten wir uns auch nochmal ein neues Erklärvideo anschauen mit dem Thema ungehörte Stimmen. Viel Spaß. Frauen sind wütend. Sie sind frustriert. Ni una más und ni una menos. Nicht eine mehr, nicht eine weniger. Zum Weltfrauentag gehen Frauen auf die Straßen und protestieren gegen die geschlechtsspezifische Gewalt. Sie sind alle betroffen. Die Opfer dieser Gewalt sind Töchter, Mütter, Schwestern, Freundinnen, Kolleginnen, Nachbarinnen. In den letzten 10 Jahren stand Mexiko aufgrund der hohen Zahlen von geschlechtsspezifischer Gewalt national und international im Rampenlicht. 2022 wurden 3.500 Frauen in Mexiko aufgrund von geschlechtsspezifischer Gewalt getötet. Fast jeden Tag werde ich belästigt, egal was ich für Kleidung trage. Das ist anstrengend. Wir werden weitermachen, bis das endlich aufhört. Ich werde nicht darauf warten, die Nächste zu sein. Der Kampf gehört allen Frauen. Er ist für uns und wir müssen kämpfen, weil die Regierung es nicht tut. Frauen fühlen sich nicht gehört, da die Morde in der Politik nicht zur Sprache kommen. Die mexikanische Regierung verachtet die Bewegung. Niemand ist bereit, mit den radikalen Feministinnen in den Dialog zu gehen. Im Falle eines Femizids bekommen Täter 40 bis 60 Jahre Haft. Jedoch spricht Rechtslage in Mexiko zugunsten der Täterschaft. 93% der Taten bleiben unbestraft. Und nur 10% der Femizide werden zur Anzeige gebracht. In ganz Mexiko gelten laut der Nationalen Suchkommission der Regierung aktuell 21.000 Frauen als vermisst. Vermisstenfälle und Femizide gehen oft Hand in Hand und das Justizsystem ist überfordert. In den meisten Fällen von Vermissten und Femiziden wird selten ermittelt. Die Täter sind in der Regel Partner, Verwandte oder Bekannte. Geprägt durch den Machismus werden Frauen als Objekt oder Besitztum angesehen. Machismus ist ein gesellschaftlicher Verhaltenskodex, welchen wir im Alltäglichen mit einem Macho-Dasein beschreiben würden. Mariana ist 21 Jahre alt. Sie war eine glückliche junge Frau, berichtet ihre Mutter. Sie lernte ihren damaligen Freund auf Facebook kennen. Schnell entwickelte sich aus der rosaroten Brille eine toxische Beziehung.
Ihr Freund war schnell eifersüchtig, kontrollsüchtig und brutal. Am Tag von Marianas Ermordung verfolgte ihr Freund sie mit einer vorgehaltenen Waffe bis zu ihr nach Hause. Er schnitt ihr die Haare ab, er schnitt ihr ins Gesicht, er schlug sie. Sie wurde 3-mal niedergestochen, 2-mal in die Lunge und 1-mal ins Herz. Die Medien berichten von Beziehungsdrama oder Familiendrama, denn der Begriff Femizid ist nicht überall bekannt. Die Headlines des Beziehungsdramas verharmlosen den tatsächlichen Tatbestand, nämlich das Töten von Frauen, nur weil sie Frauen sind. Frauenrechtsorganisationen, Feministinnen und Familienmitglieder von Opfern der geschlechtsspezifischen Gewalt wollen das Schweigen brechen und gehen auf die Straßen. Oftmals sind es die Mütter der Opfer, die gegen diese Ungerechtigkeit vorgehen. Ni una más, ni una menos. Jede Frau kann ein Opfer sein. Ja, das war ein eindrucksvolles Video und ist natürlich jetzt für mich schwierig, einen Übergang zu schaffen, dass wir diesen Abend hier weiterführen. Solche Themen sind aktuell, sie passieren auf der Welt und es bringt ja auch nichts, wegzuschauen oder sie zu ignorieren. Dadurch können wir die Probleme auch nicht lösen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und deswegen ist es auch richtig, dass wir uns im Studium mit solchen Themen auseinandersetzen. Ja, und die eine oder andere hat bestimmt auch in ihrem Auslandssemester Erfahrungen gemacht, vielleicht mit Meinungsfreiheiten oder eingeschränkten Freiheiten allgemein. Und dazu möchte ich jetzt auch eine kleine Geschichte von mir erzählen. Ich war in Thailand, das wurde jetzt schon angerissen, dort habe ich auch eine kleine Erfahrung mit eingeschränkter Meinungsfreiheit gemacht. Thailand ist ein Königreich und Sie sehen hier den thailändischen König Bhumibol mit seiner Frau und seinem Sohn. Der wurde verehrt von der Gesellschaft und ja, wie eine Gottheit inszeniert, das sehen Sie hier. 2016 ist er dann aber verstorben und sein Sohn hat seine Rolle übernommen. Erinnern Sie sich noch, wie er aussah? So sieht er jetzt aus. Das ist übrigens in München, er wohnt nämlich hauptsächlich hier in Deutschland am Starnberger See. Ja, trotz Verboten und eingeschränkter Meinungsfreiheit, in Thailand ist Majestätsbeleidigung eine Straftat und die wird auch verfolgt. Trotzdem macht sich gerade die junge Generation immer häufiger über diesen jungen König lustig und verspottet ihn. Und diese Abneigung habe ich auch in meiner Zeit in Thailand gemerkt. Und jetzt habe ich dieses Bild auf Instagram in der Zeit gesehen und der ein oder andere von Ihnen kennt das bestimmt auch. Das geistert schon seit Jahren durch die Medien. Und vielleicht war ich ein bisschen naiv oder ja, ich fand es lustig und habe es meiner thailändischen Freundin geschickt und meinte, ach, das ist doch euer König und das ist in Deutschland. Die Reaktion war aber anders, als ich erwartet habe, und zwar ganz reserviert und knapp, einfach nur, ja, bekannter Stil in Thailand. Und ich wusste, hätte ich ihr dieses Bild in echt gezeigt, würde sie vor mir stehen, dann hätte sie sich wieder über ihn lustig gemacht. Und das ist jetzt nur eine kleine Geschichte, aber es hat mir trotzdem gezeigt, was Meinungsfreiheit eigentlich bedeutet, beziehungsweise was sie nicht bedeutet und ja, auch in welche Situation ich sie vielleicht gebracht habe. Und ich habe es als selbstverständlich hingenommen, zu sagen oder ja, zu sagen, was ich denke. Und das ist leider nicht selbstverständlich. Ja, dann. Was wird denn das jetzt? Jetzt kommt das mit dem Riechen. Möchtest du auch mal riechen? Ja. Das ist ein Herb Inhaler und wirklich ganz bekannt in Thailand. Das hat, ich würde sagen, jeder Thai, dem ich über den Weg gelaufen bin, hat dieses Teil. Und das ist total erfrischend. Ich würde das hier vielleicht mal in die erste Reihe geben. Möchte irgendjemand vielleicht riechen? Sie? Jetzt möchten wir am heutigen Abend natürlich aber nicht nur über Alinas Riechgewohnheiten sprechen, sondern wir möchten auch mal unsere Kommilitonen zu Wort kommen lassen. Denn irgendwie hat ja jeder während seines Auslandssemesters eine eigene Reise erlebt. Wir haben deshalb überlegt, ein kleines Speed-Dating zu veranstalten. Jedoch möchten wir heute niemanden verkuppeln. Ich weiß jedenfalls von niemandem. Sondern wir haben überlegt, einfach Gegenstände vorzustellen. Gegenstände, die uns während unseres Auslandssemesters begleitet haben und die uns vielleicht während dieser Zeit auch schon ein bisschen ans Herz gewachsen sind. Ja.
So, und zwar möchten wir unser Speeddating jetzt gleich mal in Kroatien beginnen, denn dort hat Lisa ihr Auslandssemester verbracht. Willkommen auf der Bühne. Hallo. Hi Lisa, jetzt sag doch mal, was hast du uns denn da mitgebracht? Genau, also ich habe vielleicht gar nicht so was Besonderes für jedermann, aber für mich ist es was sehr Besonderes, denn es hat mir eine Freundin mitgebracht, also es ist ein Notizbuch und die Freundin hat mir das Notizbuch einfach so mitgegeben und hat gedacht, also wahrscheinlich, dass meine Gedanken irgendwann mal ihren Platz finden müssen, wenn mein Kopf einfach viel zu voll ist, weil wie man es kennt, wenn man doch allein unterwegs ist, dann plagen einen Gedanken und diese haben hier sozusagen ihren Platz gefunden und es war so ein kleiner Retter in der Not. Kleiner Retter in der Not. Ich muss sagen, ich habe es auch versucht, während meines Auslandssemesters Tagebuch zu führen, aber das hat ab Tag 2 nicht mehr so gut geklappt. Sag mal, wie bist du dran geblieben? Ja, also es ist definitiv eine Gewohnheitssache. Ich würde jetzt von mir auch nicht behaupten, dass ich kontinuierlich jeden Tag dort reinschreibe. Das wäre definitiv gelogen. Aber wie gesagt, sobald der Moment eintrifft und einfach der Kopf doch zu voll ist und man einfach mal ein bisschen loslassen muss und neue Perspektiven vielleicht auch einschlagen sollte, dann ist das schon ganz gut. Und wie gesagt, nicht jeden Tag, aber wenn die Situation eintrifft. Wenn die Situation eintrifft. Jetzt, das klingt ja so, als hättest du wirklich dich mit verrückten Gefühlen befasst, wenn auch dieses Auslandsaufenthalts. Was, sag mal, welches Kapitel willst du uns denn eigentlich vorlesen? Ja, lieber gar keins. Lieber gar keins. So viele gibt es auch noch nicht. Das fülle ich noch, aber nein. Das wird dann später noch ausgefüllt. Naja, genau. Trotzdem, vielen Dank, Lisa, für deine vielen Einblicke. Dank auch. Dankeschön. Und von Kroatien reisen wir jetzt einmal um die halbe Welt, und zwar nach Südkorea. Da waren die nächsten zwei Kommilitonen von uns, Luise und Alex. Kommt gern zu uns auf die Bühne. Ja, ihr habt an der Hankook University in Seoul studiert und da habe ich euch ja auch für eine Woche besucht. Und ich muss sagen, Seoul war wirklich eine beeindruckende Stadt und diese eine Woche war natürlich viel zu kurz. Aber ja, was habt ihr alles erlebt? Was habt ihr als Erinnerungsstück mitgebracht? Genau, also ich habe heute einmal eine Visitenkarte mitgebracht, die erstmal ganz unscheinbar aussieht, aber die Geschichte ist eigentlich ganz lustig. Unsere erste U-Bahn-Fahrt in Seoul hat tatsächlich darin resultiert, dass uns ein sehr interessanter Mensch angesprochen hat, komplett in südkoreanischen Flaggen gekleidet, uns bis in die U-Bahn verfolgt hat und immer wieder I love Germans gesprochen hat und uns natürlich auch diese Visitenkarte mitgegeben hat. Und später wurde uns dann von südkoreanischen Mitstudenten eben davor gewarnt vor solchen Menschen, dass das passieren kann und dass das meistens irgendwie im Zusammenhang mit einem Kult steht oder mit Ausländer-Scams und dass man da tatsächlich ein bisschen aufpassen muss. Also ist Seoul doch nicht so sicher, wie man eigentlich immer hört. Ich dachte, ich hatte zum Glück keine Probleme bekommen. Wie hast du es wahrgenommen? Ja, also das hat uns natürlich dadurch, dass es so gleich in der ersten Woche passiert ist und man hört immer so von so Städten wie eben Seoul, Japan, Tokio, dass die so unglaublich sicher sind, dass man da keine Angst vor Diebstahl haben muss. Aber es gibt eben auch dort Sachen, auf die man aufpassen muss. Und diese Achtung haben wir dann halt gleich in der ersten Woche mitbekommen, ja. Ja, und Alex, du hast uns auch, glaube ich, ein Erinnerungsstück zu demselben Thema ungefähr mitgebracht. Was hast du uns zu sagen? Genau, und zwar bleibe ich auch beim Thema Transport. Ich habe nämlich meine Team Money Card mitgebracht. Die wirst du vielleicht auch noch kennen, Alina. Und das ist eine Karte, in der man in Südkorea sowohl mit Bus als auch mit Bahn fahren kann. Und wenn man sogar ein südkoreanisches Konto hat, kann man damit in Supermärkten bezahlen. Was ich sehr besonders an dieser Karte finde, ist zum einmal das Design. Zum Beispiel, ich habe da einen kleinen Hasen drauf, aber die gibt es auch mit vielen anderen Tieren. Und es war einfach auch immer schön, alte Menschen oder seriöse Businessmänner oder Businessfrauen zu sehen, die dann einfach Bahn fahren mit so einer Karte. Und das hat mir einfach immer wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ja, vielen Dank. Und ich glaube, du hast mal erwähnt, dass du jetzt auch bald wieder nach Seoul nochmal in den Urlaub fliegst. Da wünschen wir dir ganz viel Spaß. Dann kannst du diese Karte wieder einsetzen. Verstaubt sie bei dir zu Hause nicht. Vielen Dank für die kleine Vorstellung, euch beiden. Stopp, Moment. So. Und ganz kurz noch, ich möchte dich nicht unterbrechen. Ich möchte nur an unsere Zuschauer noch sagen, dass wir hier drüben eine Pyramide aufgestellt haben mit ganz vielen Ausstellungsstücken, viel mehr, als wir jetzt hier auf der Bühne präsentieren können. Also können Sie nach dieser Veranstaltung gerne dort mal vorbeischauen. Ich glaube, das ist sehr spannend. Wir wussten, dass das passieren wird, oder? Wir wussten es. Da waren wir uns ziemlich sicher. In jeder Probe. Genau. Und zwar möchten wir uns jetzt aus Südkorea aber wieder ganz woanders hinbegeben, und zwar nach Finnland. Und das sind, wenn ich mich ungefähr entsinnen kann, das sind 7114 Kilometer, genau. Das habe ich jetzt einfach mal so aus dem Kopf raus gesagt, aber wenn uns jemand mehr über Finnland erzählen kann, dann ist das Charlie. Willkommen.
Hallo. Hallo, sag mal, was hast du uns denn da mitgebracht? Ja, ich habe hier eine süße kleine LED-Entenlampe mitgebracht. Und zwar hat die mich in Finnland nämlich sehr, sehr lange mit begleitet. Meine liebe Mama hat mir das nämlich mit nach Finnland geschickt, um mir halt auch so ein bisschen die dunklen Tage etwas schöner zu gestalten. Das klingt ja süß. Ich würde die Lampe jetzt ja gern anmachen, aber es wurde mir aus der Regie kurz vorher noch extra verboten, diese Lampe anzufassen. Deshalb, Alina, möchtest du diesen Part für mich übernehmen? Ich übernehme das sehr gerne. So geht die nämlich an. Jetzt haben ja Lampen in Finnland einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Wir sagen uns, ja, es ist dunkel, wir machen die Lampe an. Aber in Finnland ist es ja viel öfter dunkel als bei uns. Ja, das stimmt. Also es findet, glaube ich, schon ab ungefähr Ende Oktober statt. Und zwar beginnt das dann, dass die Tage viel, viel dunkler werden, viel grauer. Und das geht dann halt bis März. Und das heißt also, du hast in der Zeit, lass mich lügen, vielleicht nur eine Handvoll Tage, wo mal wirklich Sonnenlicht, also ich sprich wirklich von der Sonne, dann mal draußen ist und dass man die mal sieht. Und zwar ist das halt auch sehr bedrückend für die Stimmung. Ja, also wirklich braun bist du dann während deines Finnlands-Auslandssemester nicht geworden, oder? Nee, okay. Nee. Gut, aber ich würde mal sagen, so eine Ente bei sich, wo hast du die im Zimmer gehabt? Wahrscheinlich ja, zum Lesen zu verwenden oder was hast du? Ja, also ich habe sie eigentlich relativ häufig immer neben meinem Laptop gehabt. Also wie ihr gleich schon mitbekommen habt, muss man der Ente so ein bisschen auf den Hintern klapsen, um sie anzumachen. Und es ist auch ein guter Stressfaktor, wenn gerade mal wieder das WLAN im Wohnheim nicht funktioniert oder keine Ahnung, wenn man frustrierende Anrufe wieder hatte oder was auch immer, Kommilitonen wieder komisch waren. Und aber ja, sie hat mich auch an sehr, sehr viele schöne Momente erinnert. Also sie lag zum Beispiel neben mir im Bett und ich habe dann halt gelesen. Oder als ich dann mit meinen Eltern zurückgefahren bin nach Deutschland, da sind wir mit einem Camper gefahren, da hat sie mich auch mit begleitet. Ja, du sagst, du warst frustriert. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, frustriert zu sein, während ich diese Ente anschaue. Ja, die ist sehr knuffig. Aber vielen Dank für deine Einblicke, Charlie. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, und jetzt bleiben wir in dieser Region und schauen nach Island. Da hat nämlich die Friede ihr Auslandssemester gemacht. Und du warst in Akureyri, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Was hast du uns mitgebracht? Ja, genau. Ich war in Akureyri, das ist die zweitgrößte Stadt in Island. Und meine Kommilitonen in Island haben mir diese Abschiedskarte gebastelt und alle haben auf der Rückseite liebe Nachrichten hinterlassen. Genau. Und also wir haben ja ein Semester verbracht, also ungefähr 5 Monate. Und trotzdem, glaube ich, sind uns unsere Freunde dort so ans Herz gewachsen, auch wenn wir sie nur so kurz eigentlich gesehen haben, weil wir eben so viel erlebt haben. Wie war da der Abschied oder hast du immer noch Kontakt zu denen? Also der Abschied am letzten Tag war gar nicht so emotional. Erst als ich dann im Flieger nach Deutschland saß, ist mir das so bewusst geworden und habe dann auch eine Runde geweint. Aber ich stehe immer noch in Kontakt mit den Leuten da. Sehr schön. Ja, und ich glaube, das ist auch das Besonderste an dieser ganzen Erfahrung, dass wir jetzt eben Freunde auf der ganzen Welt haben und uns auch im Nachhinein noch mit denen irgendwo verteilt auf der Welt treffen können. Vielen Dank und auch das können Sie sich später gerne nochmal genauer anschauen, da drüben auf der Pyramide. Dankeschön. So, und zum krönenden Abschluss möchten wir jetzt trotzdem immer noch im Norden bleiben, denn aller guten Dinge sind da schließlich 3. Lena hat ihr Auslandssemester in Vilnius in Litauen verbracht und komm doch bitte auf dich zu uns. Sag mal, jetzt hast du wirklich einen kleinen Gegenstand uns mitgebracht. Was haben wir denn hier vor uns überhaupt? Ja, genau. Was ganz Kleines, aber Feines. Ich habe einen Stift mitgebracht. Man kann es vielleicht erkennen, vielleicht auch auf dem Bild. Der hat ganz viele Unterschriften drauf. Das ist ganz spontan zusammengekommen. Bevor ich nach Vilnius geflogen bin, hatten wir nochmal so ein bisschen so eine Abschiedsfeier mit meinen Freunden. Und dann hatte eine Freundin diesen Stift und hat dann angefangen, ihren Namen drauf zu schreiben. Und dann habe ich diesen Stift den ganzen Abend immer weitergereicht und habe immer gesagt, ja, schreib da drauf. Und dann nehme ich den mit und dann ist das mein Glücksbringer. Und natürlich hatte ich den dann auch mit und habe dann auch in der Uni mit dem geschrieben oder auch mal in mein Tagebuch, wenn ich das gemacht habe. Oder auch meine Postkarten, die ich an zu Hause verschickt habe. Also würdest du jetzt sagen, das ist ja wirklich eigentlich nur ein kleiner Gegenstand, aber würdest du sagen, dass dieser Stift dir vielleicht auch ein bisschen Sicherheit gegeben hat, in einer ganz anderen Kultur dich vielleicht zurechtzufinden mit diesem wirklich kleinen Stück Heimat? Ja, auf jeden Fall. Also man denkt jetzt vielleicht erstmal, okay, das ist nur so ein Stift, was soll das bringen? Aber es ist echt schön, wenn man in einer fremden Situation ist, am Anfang natürlich alleine, man kennt niemanden, die Sprache ist fremd.
dann so ein Stück zu Hause mitzuhaben und dann einfach hier drauf zu gucken und diese ganzen Namen zu lesen und zu wissen, okay, die sind alle noch in mit weiter und die freuen sich dann auch, wenn ich wieder da bin. Und ich glaube, das trifft auch auf alle anderen Gegenstände zu. Vielen Dank, Lena, für deine Einblicke. So, und jetzt abschließend, bevor wir in unseren Programmpunkten weitergehen, wollen wir natürlich auch noch wissen, wo du warst und ob du uns auch noch so ein Erinnerungsstück zeigen kannst. Ja, vielleicht der ein oder andere hat es vorhin schon erraten können. Ich war in Südafrika tatsächlich und ich habe euch auch was mitgebracht. Ich mal kurz hier zur Seite greifen darf. Und zwar habe ich euch hier ein kleines Schälchen mitgebracht. Das habe ich auf einem der vielen Street Markets in Durban, der Stadt, in der ich mein Auslandssemester verbracht habe in Südafrika, gekauft. Auf diesem kleinen Schälchen können Sie vielleicht hier deutlicher sehen, das sind 5 Tiere, die sogenannten Big Five. Die Big Five, das sind die 5 Tiere, die am tödlichsten für Menschen sind, wenn man in der freien Natur mal einen Spaziergang macht. Und dieses Schälchen ist nicht nur gut dafür, mich zu erinnern, wo ich meine Schlüssel schon wieder habe liegen lassen, sondern erinnert es mich auch immer jedes Mal wieder daran, an die verschiedenen Begegnungen, die ich tatsächlich mit allen 5 Tieren hatte. Und also in Thailand habe ich auch Elefanten gesehen, aber die asiatischen Elefanten sind viel kleiner und es waren an Menschen gewöhnte, die von der Tourismusbranche befreit wurden. Du hast gerade gesagt, du hast alle Big Five gesehen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein afrikanischer Elefant ist ja nochmal wirklich eine ganze Nummer größer. Hat man da nicht Schiss? Ja, da hat man schon Schiss, vor allem wenn ein 4-Tonnen-Elefant auf einen zugelaufen kommt und man gerade im Auto sitzt und der Motor springt nicht an. Die Situation hatte ich tatsächlich, aber ich kann Ihnen sagen, ich stehe ja immer noch hier, deshalb der Motor ist dann noch angegangen und wir konnten wegfahren. Gott sei Dank. Jetzt möchte ich aber auch weiterleiten. Sie haben vielleicht schon gesehen, hier rechts an der Seite, man würde ja erst meinen, ja, das haben wir Globals jetzt gemacht. Aber da muss ich Sie erstmal enttäuschen. Wir haben nämlich, es ist kein neues Modul entstanden, wir lernen nicht kochen bei Global, da muss ich Sie leider enttäuschen. Wir haben nämlich das große Glück, einen Gast heute zu begrüßen zu dürfen, der auch vor kurzem in Afrika war. Er ist nicht nur passionierter Wanderer, sondern auch seit letztem Jahr tatsächlich Mitglied der deutschen Nationalmannschaft der Köche. Herzlich willkommen, Robert Uhlig. Dankeschön. Hallo. Hallo, Robert. Freut mich sehr, dass du es heute zu uns geschafft hast. Ich weiß, du bist sehr viel beschäftigt, aber ich möchte dich jetzt erstmal zu Beginn fragen. Du hast zu uns selber gesagt, du bist Koch aus Leidenschaft. Was steckt dahinter? Ja, genau. Für mich ist Kochen einfach nicht nur mein Beruf, für mich ist es auch meine Berufung. Ich habe auf Umwegen erst zum Kochen gefunden, nicht von Anfang an als Koch meine Lehre begonnen oder dergleichen und habe mich speziell für was entschieden, was mir Spaß macht, was ich auch kannte, auch die Problematiken, die damit in Verbindung stehen, kannte ich vorher. Und habe es eben gewählt, weil es mir besonders viel Freude bereitet und weil es in meinem Alltag einfach eine große Freude ist. Und aus dem Grund würde ich von mir behaupten, ich bin Koch aus Leidenschaft. Ja, du bist ja nicht nur Koch aus Leidenschaft, sondern, wie man hier hinten unschwer erkennen kann, auch Mitglied der deutschen Köche-Nationalmannschaft. Sag mal, wie ist denn das passiert? Ja, also als erstes muss man ganz klar sagen, es handelt sich dabei um Ehrenamt. Das heißt, es findet so nebenbei, neben meiner ganz normalen beruflichen Tätigkeit statt. Und ist im Prinzip auch etwas für jeden, der den Wunsch hegt, dort sich weiterzuentwickeln, Neues kennenzulernen, vielleicht auch Fremdes kennenzulernen. Für die meisten beginnt der Weg, indem sie an nationalen Wettbewerben teilnehmen und dort quasi von jemand anderem gescoutet werden. Während meiner Ausbildungszeit zu Corona gab es das nicht, sodass ich gar nicht so ganz genau sagen kann, wie ich am Ende den Weg dorthin gefunden habe. Glück, Zufall, bisschen was von beiden. Da würde ich sagen, Glück ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt sehen wir hier im Hintergrund kulinarischer Weltenbummer, nennst du dich selbst. Du bist ganz schön viel rumgekommen und wir sprechen immer wieder über Fremdheit, aber Fremdheit kann einem ja in so vielen Bereichen passieren. Du vor allem in der Küche. Wie begegnest du Fremdheit mit verschiedenen Gerichten? Sag mal. Wenn man die Frage vielleicht, wenn du sie so stellen möchtest, ja, was begegnet mir auch an Fremden in der Küche, dann ist es natürlich schon sehr vielfältig. Zum einen schon allein durch die Tätigkeit in der Nationalmannschaft. Dort hat man so viele Perspektiven, die nicht aus seinem ganz normalen beruflichen Alltag kommen, wo Leute anders mit den Sachen umgehen, vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel haben. Schon das ist immer wieder fremd. Auch Lebensmittel können einem teilweise fremd sein. Es gibt in diesem Beruf, finde ich, sehr viel Neues zu entdecken, immer und immer wieder. Gerade das ist so schön daran. Genau, und jetzt sehen wir hier im Hintergrund, du warst ja auch nicht irgendwo, du warst ja, wie man sehen kann, auf dem Kilimanjaro in Tansania.
Ich war in Afrika, du warst auch in Afrika, in Tansania. Natürlich Südafrika, Tansania, das ist schon mal noch ein geografischer Sprung. Aber trotzdem, wir haben uns vor der Show kurz unterhalten können. Wir haben ja trotzdem ähnliche Gerichte vorgefunden dort. Ja, das ist korrekt. Du sprichst jetzt von, du kennst es als Mini-Pap, ich kenne es eben als Ugali beispielsweise. Im Was afrikanischen ist das denn überhaupt, Raum gibt es eine Menge Gerichte, die sich so ähneln, großen Einflussbereich haben. Bei dem Gericht, wovon wir jetzt gerade sprechen, handelt es sich um ein gequollenes Maismehl, ganz ähnlich der Polenta bei uns im Raum, aber doch nochmal fester verkocht insgesamt, wird dort häufig als Brotersatz gegessen oder als Brot allgemein gegessen. Auch oft mit kräftigen Würzsoßen kombiniert. Ja, das klingt jetzt erstmal so abstrakt, ja, mit Mais, irgendwas. Wäre es denn nicht einfach einfacher, wenn wir jetzt einfach mal unsere Gäste das probieren lassen würden, oder? Das können Was wir sagst machen, du dazu? Ja. Das sollten wir auch tun. Dann wollen wir doch jetzt unseren Gästen hier mal wirklich die Chance geben, überhaupt das probieren zu dürfen, was wir denn während meines Auslandssemesters vor allem mir begegnet ist und während deiner Wanderung natürlich auch. Natürlich möchte ich nicht nur auf das Ugali oder Minibab, wie ich dazu sagen würde, zu sprechen kommen. Du hast uns ja, wie vielleicht unsere Gäste bereits im Vorhinein schon sehen konnten, mehr noch mitgebracht. Was erwartet uns denn da alles? Ja, genau. Also ein wenig auch an eure Auslandsaufenthalte und an eure Weltreise angepasst, sollte es heute Abend ja auch kulinarisch ein kleines bisschen eine Weltreise sein. Geht hier quasi so ein bisschen auch um jeden Kontinent. Wir finden Sachen aus Südamerika, zum Beispiel kleine Kürbisplätzchen mit einem süß-sauren Kürbis-Chutney. Wir finden eine Fischpraline aus Skandinavien. Wir finden auch das vietnamesische Pfefferblatt hier mit einer vegetarischen Füllung, sodass man quasi aus jedem Einflussbereich kulturell mal etwas probieren kann. Ja, das freut natürlich besonders unsere Gäste, aber unsere Zuschauer im Chat, die fragen sich jetzt vielleicht, ja, was können wir damit anfangen? Ich kann nur dazu sagen, wenn ihr ganz, ganz lieb fragt im Chat, dann wird euch der Robert vielleicht ein Rezept mitgeben. Aber wir sehen jetzt bereits schon hier in den ersten Reihen, das Ugali wird probiert. Ich möchte natürlich auch jetzt nochmal darauf eingehen, dass ich habe jetzt hier von Afrika immer im Allgemeinen gesprochen. Natürlich möchte ich jetzt hier nicht den Anschein rüberkommen lassen, dass man hier einfach über Vorurteile spricht. Das heißt, Afrika ist alles dasselbe. Das stimmt ja überhaupt nicht. Aber es hat ja während unserer Reise in Afrika, gab es ja immer wieder, wie du schon bereits angesprochen hast, Berührungspunkte in verschiedenen Ländern, die immer wieder auf dieselben, also dass es verschiedene Gerichte in verschiedenen Ländern gibt, die immer wieder auf denselben Zutaten basieren. Wie kommt das denn? Ich würde sagen, es ist einfach ein großes Einzugsgebiet in Afrika. Es ist traditionellerweise auch so, dass gewisse Lebensmittel dort bevorzugt werden und dass diese dann eben ihre Ausarbeitung immer und immer wieder erhalten, sodass es eben wie bei dir und mir zu Übereinstimmungen, zu Überschnittpunkten kommt. Genau, vielen Dank. Wir haben jetzt das Afrika-Thema, das mir besonders nahe liegt natürlich. Ich war in Südafrika 4 Monate, nur kurz angezeichnet. Wir haben, wie Sie bereits gehört haben, Erklärfilme angefertigt. Und darüber haben wir auch zwei über ein Afrika-Thema, spezielle Themen über Afrika nochmal genau uns formuliert und ausgearbeitet. Falls Sie Interesse daran haben, darf ich nur wieder wärmstens auf die Foreign Worlds Webseite verweisen, auf der Sie das alles nachlesen können. Jetzt möchte ich mich eigentlich erstmal bei dir bedanken, Robert. Danke, dass du da warst. Danke, dass du uns überhaupt miterleben hast lassen, wie denn so eine kulinarische Reise um die Welt eigentlich aussehen kann. Vielen Dank dir. Ja. Ja, ich habe hier auch schon einen kleinen Blick erhaschen können und das sah wirklich sehr gut aus. Ich konnte es noch nicht probieren, aber ich bin sehr gespannt, das gleich am Ende der Veranstaltung mich da mal durchzuprobieren. Jetzt sind wir aber leider schon am Ende unserer Reise des heutigen Abends angekommen. Wir haben viel Aufwand hier reingesteckt, dass wir hier in der Werkbank 32 dieses Event machen konnten. Aber das wäre natürlich nicht möglich ohne unsere Sponsoren. Und deswegen möchten wir an dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön ausrichten. Und zwar an erster Stelle an den Stura. Der hat uns nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch mit ganz viel Material und Equipment. Dann danken wir der Milkura Pflegedienst, Herbert Ickraus, Heinrich Schmid, 1 Energie Sachsen, F&U, die gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung Sachsen, dem Fachschaftsrat der Fakultät Medien, dem Förderkreis der Hochschule Mittweida und der Sonnenapotheke in Mittweida. Ja, und jetzt könnte man meinen, dass die Reise zu Ende ist und das ist sie vielleicht für heute Abend und im akademischen Sinne mit unserem Abschluss hier aus Mittweida.
Aber eigentlich fängt die Reise für uns jetzt erst so richtig an. Wir können mit diesem Studiengang auf der ganzen Welt verteilt arbeiten. Es ist so breit gestreut, wir lernen so viele verschiedene Themenbereiche, dass wir zum Beispiel in die internationale Personalentwicklung gehen können, aber auch ins Marketing, für NGOs, in politischen Aspekten arbeiten. Wir können in die Unternehmenskommunikation, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Welt steht uns offen und wir sind schon ganz gespannt, wo wir alle in den nächsten 5 Jahren verstreut leben und arbeiten werden. 5 Jahre, du sagst das jetzt so einfach. Hast du denn überhaupt schon eine Idee, was du machen willst nach dem Studium? Ich habe schon eine Idee. Mein erstes Ziel ist jetzt erstmal ein Praktikum zu machen in Argentinien und Chile. Argentinien? Ja. Da will ich auch hin. Echt? Oh Gott. Dann ich gegen dich durchsetzen. Oh Gott, naja. Dann sehen wir uns vielleicht in Buenos Aires. Hoffentlich. Hoffentlich. ja. Also ich habe, genau, das Praktikum wollte ich machen, jetzt hast du mich ganz aus der Bahn geworfen damit. Und sonst möchte ich aber für die UN arbeiten, für die NATO oder auf jeden Fall in der internationalen Zusammenarbeit. Das höchste Ziel wäre natürlich, Botschafterin zu werden, aber das wird sich zeigen. In 5 Jahren ist wahrscheinlich noch ein bisschen optimistisch, aber in 10 Jahren dann. Also an Ambitionen fehlst du jedenfalls schon mal nicht, das kann man sagen. Wir hoffen jetzt mit diesem Abend endlich die Frage zu Grabe tragen zu können. Globals, was macht ihr denn eigentlich? Und ich hoffe, das ist uns einigermaßen gelungen. Und ich möchte natürlich auch noch einmal ein allerletztes Mal, ich verspreche es Ihnen, ein allerletztes Mal auf unsere Foreign Worlds Webseite verweisen. Dort finden Sie mehr als 60 Beiträge ehemaliger und noch aktiver Global-Studenten über verschiedenste Anekdoten, die Ihnen während Ihres Auslandssemesters begegnet sind. Ja, und jetzt hoffen wir, dass Sie unsere Reise ein bisschen nachvollziehen konnten. Wir haben, ich möchte das jetzt noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, wir haben uns mit den Theorien auseinandergesetzt, wir haben vom Professor Süß ganz spannende Einblicke bekommen und wie wir die auch immer kreativ umgesetzt haben in unseren Erklärvideos, aber auch eben in unseren Blogbeiträgen. Ich erwähne die Webseite nicht noch einmal. Und dann haben wir natürlich das Auslandssemester hinter uns, das natürlich der Höhepunkt war, das ganz Besondere, die Erfahrungen positiv und negativ. Und ja, dann haben wir im 5. Semester diese Erfahrung ausgewertet oder reflektiert und mit den Einblicken von Robert Uhlig nochmal den Blick geöffnet, wie man Kulturen, wie man Reisen mit seinem Job verbinden kann. Und ich glaube, das waren wirklich ganz spannende Einblicke, die wir heute Abend bekommen haben und hoffentlich Ihnen geben konnten. Und da sage ich jetzt auch nochmal Dankeschön an Robert, dass er sich die Zeit genommen hat, obwohl du ja jetzt wirklich wahrscheinlich anderes im Kopf hast mit der Olympiade in 2 Tagen. Ja, vielen Dank. Und wenn ich jetzt schon beim Danke sagen bin, möchte ich auch unserer Studiendekanin, Professorin Kusche und Christine Ziegner-Levelin danken, die jetzt schon abgezischt ist, so wie ich das sehe. Aber trotzdem sage ich jetzt Danke. Die beiden haben den Studiengang überhaupt erst ins Leben gerufen. Das ist, so gibt es den nicht nochmal in Deutschland. Und die beiden waren wirklich immer so flexibel, sind auf alle unsere Problemchen eingegangen. Und ich glaube, es gab nichts, was wir nicht irgendwie lösen konnten. Und dafür sind wir ganz wirklich dankbar, dass Sie die Zeit im Studium so angenehm gemacht haben. Und dann müssen wir natürlich auch noch dem Technikteam danken, das uns unterstützt hat mit diesem Livestream, mit dem Licht, Ton, Verkabelung, alles weitere. Wir sind ja eben keine ganzen Medienstudenten. Vielen Dank dafür auch. Also vielen Dank nochmal an alle drei. Ja, wir müssen auch dazu zu sprechen kommen. Wir Globals, wir sehen uns jetzt wahrscheinlich alle hier zusammen zum letzten Mal, muss man so sagen. Danach werden wir unsere Reisen alle persönlich angehen und mal schauen, wo es uns hin verschlagen wird. Und ja, ich glaube, ich kann jetzt mit Sicherheit sagen, wir haben es geschafft. 5 Semester haben wir gebraucht, aber wir haben es geschafft. Wir konnten Ihnen endlich erklären, was wir denn eigentlich mit Global anfangen. Vielen Dank. Ja, und ich würde sagen, damit entlassen wir Sie und euch in den Abend und sagen noch einmal Danke, dass Sie Teil unserer Reise waren. Dankeschön. Auslandserfahrungen, kommunizieren wollen, Perspektivwechsel, Allrounder sein, Kulturen kennenlernen und erleben, Vielfalt als Chance sehen. Wir wollen die Welt verstehen.